Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben einiges vor. Ich weiß jetzt, wie man das baut, ich weiß nur nicht, wo man es herbekommt. Also, das, was wir auch immer bauen wollten. Hier, Wärmemodul. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr. Oh, mittlerweile ist es dunkel geworden, geil. Haben wir ein bisschen Licht. Muss halt nur wegen der Energie aufpassen. Aber ich befürchte, dass sowieso das ganze Spektakel in Subnautica da hinten bei uns in der Umgebung abläuft, da hinten. Von daher werden wir auch nicht viel verpassen. So, wie sieht's aus? Wie geht's denn? Sind noch alle voll? Oh, du bist so gut wie leer. Ist nicht so schlimm. Mein Magen ist aber leer, das ist schlimm. So. Vital signs stabilizing. Den Rest müssen wir auseinander basteln. Ich hätte viel übrig lassen sollen, ne? Man kann sich nicht ducken in diesem Spiel. Das ist, Kacke. Easy. So. Mal voll machen den Scheiß. Zack. Ja, eine hätte mir noch gefehlt. Was soll's? Okay, was brauchen wir hier noch? Wir kümmern uns erstmal darum. Titan, Diamant und Blei. Ja gut, für Diamant müssen wir sowieso runter. Wir sind nach Hause. Ich glaube, zu Hause haben wir noch einen Diamant. Aber gut. Kabelsatz. Ich glaube, Kabelsatz kriegen wir easy hin mit Kupfer, ne? Aber viel Kupfer habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Das ist so ein bisschen armselig. Oh, naja, zumindest den Kabelsatz kriege ich hin. So. Okay. Ja, den Kupferdraht mache ich nicht, den Kabelsatz. Kann ich schon einbauen? Nein. Dafür brauchen wir noch den Kabelsatz. Dafür brauchen wir aber noch ein Silbererz mehr. Oh nein. Oh, ich bin blöd. Ich bin blöd. Na gut. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal durch die Gegend und erkunden ein bisschen was. Was soll schon schief gehen? Ich hätte gerne eine bessere Karte, aber ansonsten. Wie gehen wir runter? Ah, okay. Vielleicht nicht eine gute Idee hier gewesen. Aber gut. So. Mir geht's gut. Ich möchte einfach ein bisschen durch die Gegend fahren und ein bisschen was erkunden. Ein bisschen rumschwimmen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man da runtertaucht. Ja, hoch ist kein Problem. Da zieht er hoch. Ne, so steige ich ab. So lenken wir ganz normal. Ich weiß, dass ich so absteige, Spiel. Einstellung, Tastatur. Foto machen, nachladen, rennen. Nach unten bewegen, C. So, und schauen wir uns hier ein bisschen um, würde ich sagen, ne? Kann ja nicht schaden. Das dürften wir kennen. Ja, das kennen wir. Das ist gar kein Problem. Wie tief kann ich tauchen? 500 Meter. Okay, für den Rest brauchen wir noch andere Module. Was? Was war das gerade für ein Zeichen? Irgendwas war bei mir wahrscheinlich in der Nähe. Irgendwo ich hätte hier gegenfahren können. Ah, wir sind jetzt hier bei den Pilzen. Es ist ganz verwirrend. Müsste mein Zuhause nicht hier irgendwo sein? Oder ist das schon wieder ein anderes Biom irgendwo? Was so ähnliches? Weiß es nicht.
Gehen wir mal die Kameras hier. Ja, so zu steuern ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Dann wissen wir auch, wenn wir irgendwo gegenstoßen sollten. Ich weiß halt nur nicht, ob wir angegriffen werden von diesen Leviathan-Viechern. Das wäre ein bisschen kacke. Komme ich hier runter? Lohnt sich das für mich? Schön, sagte Zero, schön, sagte. Ich denke, hier können wir erstmal ein paar Sachen sammeln. Hier können wir aussteigen. Ah, das sind Viecher. Das sind die Viecher. Der ist jetzt rot markiert. Ist jetzt böse auf mich? Weiß nicht, ich guck mal hinter mich, was da ist. Ob da irgendwas Böses rumlungert? Ach, der Elektroschock-Typi. Okay. Ich will die Karte nicht haben. So. Das kennen wir jetzt auch mal. Ich hoffe wirklich, dass mein Schiffchen nicht kaputt gemacht wird von den Typen. Wäre ein bisschen ungünstig. Jetzt zieh die Junge. Ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Fische abwehren soll. Könnte höchstens mir mit dem Zyklopen vorstellen, ja. Nicht mit dem Zyklopen, sondern mit dem Torpedo von unserem Hans-Dieter. Titan. Nicht Hans-Dieter, sondern von hier. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Herbert. So ein bisschen Salz sollten wir auch mitnehmen. Ist ja gut. Dreh mal nicht am Rad, Junge. Oh, das ist ein bisschen uncool, in einem Gebiet rumzulangen. Arschloch. In einem Gebiet rumzulangen, wo Gegner sind, die einen töten wollen. Den habe ich ja ganz vergessen. Dass der da rumlungert. Das war Leggy. Das ist cool. Ist doch Lithium, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wie die darauf reagieren, wenn ich das abbaue. Nehmen erstmal das mit, was geht. Oh, du bist schnell. Ich würde mich ehrlich gesagt sehr, 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 sehr gerne sicher fühlen in meinem Zyklopen, aber ich glaube nicht, dass das so sicher ist. Scheißviech. Und ich kann nicht ernten. Okay, komm. Gehen wir mal zurück. Jetzt haben wir ja ein paar Ressourcen gesammelt. Jetzt geht nämlich die Energie langsam aus. Arschloch! Lass mein Mädchen in Ruhe. Ah. Welcome aboard, Captain. All systems online. Integrität ist, glaube ich, mein Leben, ne? Vielleicht lassen sie ja mein Schiffchen in Ruhe. Das wäre so das Perfekte. Also, für die Batterieladestation brauche ich den... Ach, ich habe genug Silber dabei. Den Kabelsatz. So. Dann den Kupferdraht. Und Titan habe ich sowieso am... Okay.
Und Titan. Habe ich nicht am Start. So, jetzt schon. Okay, sehr schön. Jetzt weiß ich, wie das passiert, dass ich mein Zeug verliere. So, die Batterie nehmen wir mal raus. Packen die hier rein. Und dann würde ich gerne eine neue Batterie haben. Säurepilze. Ah, habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ich glaube nicht, dass es hier welche gibt. Ja, egal, dann warten wir, bis der halt aufgeladen ist. Je nachdem, wie lange das dauert. Ich weiß es nicht. Gut, was brauchen wir hier? Computerchip, Fasergewebe und Silbererz. Gut, Computerchip. Tischkorallenprobe. Das, was ich nicht dabei habe. Ich brauche nur einen Diamant. Dann ist alles gut. Ich werde mal gucken, inwiefern die mein Schiffchen in Ruhe lassen. Es wäre schön halt, wenn sie es tun. Aber das ist schon mal wichtig, dass wir das haben. Ansonsten... Die lassen mich grundsätzlich in Ruhe, das finde ich gut. Tischkorallenprobe. Ich sehe hier überall noch Stuff, das kann ich gerne mitnehmen. So, sehe ich noch einen Rubin. Und sonst nicht allzu viel. Na gut. Aber es scheint so, als würden wir hier in Ruhe gelassen werden. Das ist wie ein Gebäude. Gut, damit kann ich leben. Wir schnappen uns jetzt unseren Herbert. So. Und dann gucken wir mal, inwiefern wir hier in Ruhe gelassen werden. Nicht allzu sehr. Mach dich kaputt, Junge. Ja, ist kacke. Ich kann mich an ihn ranhängen. Aber gut, ich denke mal, mit Herbert werden wir hier besser zurechtkommen. Der ist ja ein bisschen tankiger und kann sich auch halbwegs wehren. Da möchte ich gerne hin. Bin ich gerade auf einem Fisch gelandet? Ich glaube schon. So, die Titanquelle haben wir somit. Wieso bist du grün? Wieso ist der grün? Halte ich mich mal fern von. Der sieht gefährlich aus. Zelle schnappt hier nach mir. Hä? Keine Ahnung. Ich drück doch die Taste, hä? Muss ich nicht verstehen, keine Ahnung. Vielleicht liegt das da an meinem Ärmchen, was ich dran habe. So, ich will die Lithiumquelle haben. Die dürfte relativ wichtig werden. Also ich gewöhne mich jetzt langsam dran. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Na gut, eure Eier könnt ihr behalten. Die will ich nicht. Hui, du bist groß. Wuhu! Nimm mich mit auf Reisen! Gott, ich kaputt, komm her! Ich muss leider runter. Okay, ich habe mich nicht allzu weit entfernt. Sehr schön. Es war ein bisschen verwirrend. Sag mal, schnappst du immer noch nach mir? Jetzt komme ich aber und hol dich.
Ja, da haut er ab. Der haut er ab. Sehr schön. Torpedoarm ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wie ich dachte. Was ist das? Kann ich das auch mitnehmen? Ach, das ist Gold! Nice. Das nehmen wir auch nochmal mit. Hier noch ein bisschen verstrahltes Zeug mitnehmen. Wo geht das hier hin? Ah nein, nicht du. Wir schleichen in uns an ihm vorbei. Oh Gott! Wie so eine Venus-Fliegenfalle, der sitzt da und wartet. Das ist natürlich eine fiese Nummer. Hau ab! Mag dich nicht. Ah, sehr schön. Hier sind überall so eine Quellen. Ja, ich lass dich mal in Ruhe da, ne? Ich wünsche dir viel Spaß. Ich habe so das Gefühl, dass es hier überall so kleine, einzigartige Fische gibt. So wie das Auge, was wir gefangen haben. Der halt hinter sich so eine Spur zieht. Oh, das sieht ja cool aus. Eis. So, wie sieht's hier hinten aus? Quarz? Ah, ich habe noch Quarz dabei gehabt. Oh, nice. Ja gut, dann ernte ich nochmal das hier kurz. Und dann das Gold. So, das Gold hätten wir auch. Jetzt können wir zurück. Da ist gleich unser Dingeskirchens vollgeladen und dann sammeln wir die kleinen Teile auf. Wo müssen wir das überhaupt noch? Ja, kriegen wir ja Blei und alles, ne? Vielleicht keine so schlechte Idee. So, wir haben ordentlich Stuff dabei. Alles in Ordnung. Hört sich nur so an, als würden wir angegriffen, oder? Alles in Ordnung, gut. Okay, guck vorsichtshalber mal. Ah, der hat eine Menge Spaß da, aber ansonsten sind wir nicht safe. Und hier oben aus kann ich am besten sehen, glaube ich. Na gut. Okay, ich würde hier gerne alles nochmal voll tapezieren mit Schränken. Machen wir einen da. Machen wir einen hier. So. Können wir nicht mal unsere Ressourcen ein bisschen besser verteilen? Was geiler wäre. Ist es schon nachgewachsen? Ja. Vital signs stabilizing. So, 4 Stück muss ich behalten, ne? Läuft super, also. Man muss sagen, keine Probleme. So, einen noch.
Okay, ah, hier sehe ich das Leben. Ah. Also volle Kanne. Also. Ist ja gar kein Problem. Ich weiß noch nicht, wie das mit der Oberkackbratze sein wird, ob die uns da schaden will. Aber das müssen wir dann sehen. So, Quarz. Dann packen wir hier halt alles voller Titan rein. Dann sind die beiden halt nur für Titan. Einer der wichtigsten Rohstoffe. Nein, da wollte ich nicht ran. So. Titan. Oder hier machen wir unser fertiges Zeug. Oder die wichtigen Materialien. Ich habe keine Ahnung. Hauptsache ist alles voll. Mehr will ich gar nicht. Oh, Gold. Silbererz. Packen wir das Zeug noch mit rein. Und da kann halt meinetwegen das fertige Zeug rein. So. Easy geregelt. Okay, Diamant haben wir immer noch nicht bekommen. Aber die Batterie ist voll. Sehr schön. Holen wir uns nochmal die anderen Teile. Wir müssen echt die Rohstoffe beibehalten. Und wir können noch unseren Krebs looten. Ja, zur Hölle, macht die Türen zu. Muss ich echt in den einsteigen, um den zu looten? Oh. Das ist ja schäbig. Dann reparieren wir ihn auch direkt. Ja, ein bisschen was abbekommen, ne? Ja, müssen wir noch Schilde und alles ranpacken. Da kriegen wir auch noch hin. Jetzt zieh durch. Durchgebrochen. Ich fürchte, wir haben ein Problem. Das ist nicht dein Ernst. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich mal auf mein Inventar zugreifen? Ich könnte einfach versuchen zu sterben. Oder das Spiel ist. Wenn ich das Spiel speichere, ist am Arsch. Dann muss ich sterben. Ich probiere es. Ich speichere. Und dann lade ich neu. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann bin ich entweder verhungert. Oder es hat funktioniert. Haut rein, euer Zero. Tschüss.